Woher kommen die Ideen für die Abbildungen von Himmel und goldenem Schiff auf der Himmelscheibe? Sind sie eigenständig in Mitteleuropa entwickelt, etwa durch lange Beobachtung des Himmels, durch die Erfindung einer goldenen Schiffsreligion, oder aber sind sie importiert aus einem anderen Kulturkreis? Momentan gehen wir davon aus, dass es sich um Importe handelt. Hauptgrund sind die Astronomen, die uns sagen, naja, es ist äußerst schwierig, über mindestens 40 Jahre bei uns den Himmel zu beobachten, der wolkenverhangen ist. Wesentlich einfacher ist es im Vorderen Orient, und das ist notwendig, um diese astronomische Regel herauszufinden, wie man Sonnen- und Mondjahr verschaltet. Haben wir aber Hinweise, haben wir Belege für einen direkten Kontakt zwischen Vorderen Orient und zwischen unserem Gebiet in Mitteleuropa in der Zeit von 2000 vor Christus bis etwa 1500 vor Christus? Auf den ersten Blick schauen die Kontakte relativ spärlich aus. Wenn wir genauer hinschauen, dann sehen wir, jawohl, genau diese Kontakte finden wir. Am einfachsten ist dies bei der Himmelscheibe und bei den Schwertern, die der Himmelscheibe beigegeben wurden, denn die sind tauschiert, und die Tauschierung wurde im Vorderen Orient erfunden und wurde von dort sozusagen als technisches Wissen zu uns gebracht. Ein schönes Beispiel sieht man hier neben mir, des Schwertes Ipshemuabi aus Byblos. Es ist das Schwert eines Herrschers, sicherlich ein ägyptischer Import, der eine Schlange zeigt als Tauschierung, eine beißende königliche Kobra. Und wir erinnern uns, auf einem der Schwerter der Himmelscheibe war eine schlängelnde Schlange in der Mitte. Nicht in dieser Artificialität, aber doch ganz ausgezeichnet. Und mit der Technik der Tauschierung, wie auch die Schlange hier. Wie ist es zu erklären? Ganz einfach, man importiert die Dinge nicht einfach nur, sondern man formt sie um. Und das sehen wir auch bei den fantastischen geschlitzten Lanzenspitzen, die gleichsam den Weg nachzeichnen von der Ostägäis, dem Meer sozusagen vor Byblos, bis nach Kühna in Sachsen, wo sich so eine geschlitzte Lanzenspitze fand, die aber aus einheimischem Kupfer ist. Das heißt, man hat die Idee importiert und umgesetzt, aber eben nicht den Gegenstand selbst direkt importiert. Wenn wir nun hier in diese Vitrine schauen, dann sehen wir hier Ösenhalsringe, und wir sehen unschwer, dass die Ösenhalsringe genauso aussehen wie die Ösenhalsringe bei uns. Sie sind aus Bronze, die Enden sind schneckenförmig ausgeschmiedet, um zu zeigen, dass das Metall weich zu hämmern ist, kupferreich. Und wir sehen Nadeln, die wir auch bei uns vermuten könnten. Sind die dorthin, sind die von hier nach Byblos importiert? Denn man fand sie in Byblos in großer Stückzahl in sogenannten Depots, wo sie deponiert worden waren, genauso wie bei uns. Wir wissen es nicht, solange wir nicht genaue Kupferanalysen gemacht haben. Ich hoffe, dass dies bald erfolgt. Aber formal sind es äußerst ähnliche Halsringe, wie wir sie bei uns in den Hortfunden sehen, sodass nichts dagegen spricht, dass sie von uns kommen. Andererseits sehen wir bei uns blaue Perlen in der frühen mittleren Bronzezeit ab 1550 vor Christus. Und diese blauen Perlen sozusagen des Himmels Farbe, die man vorher nie gesehen hat, die kommen aus dem Vorderen Orient oder aus Ägypten in direkten Import. Die werden sozusagen mitgebracht, wertvoller als Gold und leichter zu transportieren und leichter aufzuteilen. Ein weiteres Beispiel für den Kontakt Mitteleuropa, Griechenland, Vorderer Orient ist der Bernstein. Bernsteinketten in den Gräbern Mykenes hatte bereits ganz früh Schliemann entdeckt. Schon damals sah man das als Verbindung von Mykene und Wessex, aber letztlich auch Mitteleuropa. Andere entdeckte dann in der im Gründungsdepot der Ziggurat von Assur ein riesiges Perlendepot von einigen tausend Perlen, und zwei ganz große Perlen dort sind aus Bernstein.
Und die Analyse, die vor kurzem durchgeführt wurde, zeigt, es handelt sich um baltischen Bernstein, also auch hier eine Verbindung direkt nach Mitteleuropa. Wir können also davon ausgehen, dass Reisende etwa diese fantastischen Perlenketten mit nach Mykene brachten. Und Gleiches sehen wir, wenn wir dort die Ketten etwa in Mykene betrachten. Da sehen wir, da sind böhmische Bernsteinschieber, Bernsteinschieber aus Wessex. Wir sehen also praktisch die direkten Verbindungen. Es müssten Menschen von hier dorthin gereist sein. Und wie konnte diese Reise funktionieren? Entweder über den Balkan, die Donau hinab und dann durch das Schwarze Meer. Oder, auch das wissen wir durch die Studien von Reinhard Jung und von Theodoros Carano, sie sind über Apulien, Rocca Vecchia oder Kalabrien über Punta di Zambrone, wo man eine minoische Elfenbeinfigur fand, direkt nach Kreta gereist, von dort über Massa Marut nach Ägypten oder von Kreta nach Mykene und dann nach Byblos. Und dort lernte man auch die Kulturen kennen. Man braucht mehr als ein Jahr, weil man die Winde abwarten musste. Man lernte möglicherweise die Sprachen. Und möglicherweise kam man mit neuen religiösen Ideen zurück. Zum Beispiel der Idee der zyklischen Schiffsreise von Göttern und Königen in einem goldenen Schiff, wie es der Pharao am Nil nachspielt und wie es der zentrale ägyptische Mythos der Reise des Sonnenschiffes ist. Man bringt die Idee zurück, sie setzt sich hier nicht durch, aber im Norden ist sie dann für mehr als 1000 Jahre präsent, wie die goldenen Schiffe von Norse zeigen. Kurzum, die Himmelsscheibe ist Ausgangspunkt für eine weite Reise in den Süden und in den Norden. Die Himmelsscheibe verbindet die europäische Welt mit Ägypten und dem Vorderen Orient. Die Himmelsscheibe ist also nicht nur ein beeindruckendes Dokument des damaligen Wissens und der damaligen Weltvorstellungen, sondern auch der Weltbeherrschung in einem Sinn, wie wir es nie erwartet hätten.